herzlich willkommen zu Kapitel 7, Teil 2 zur Grundlagen der Funktionalanalysis. Beim letzten Mal hatten wir uns die Räume stetiger Funktionen mit kompakten Trägern ein bisschen vorgenommen, insbesondere gezeigt, dass dieser CCROchN dicht in LPROchN liegt, beziehungsweise dass das für jede messbare Menge der Fall ist. Und als kleines Gegenbeispiel sozusagen gezeigt, dass das L unendlich, das kleine L unendlich, also der Raum der beschränkten Folgen von N0 nach K, eben gerade nicht separabel ist. In diesem Teil des Kapitels wollen wir uns jetzt damit beschäftigen, was sind denn Hölder-stetige Funktionen? Das ist eine wichtige Funktionenklasse, gerade in der Analysis. Und das ist, wie ich das bereits schon erwähnt habe, eine Verallgemeinerung der sogenannten Lipschitz-stetigen Funktionen. Und damit wir halt erstmal wissen, worüber wir reden, definieren wir uns jetzt zunächst mal Hölder-stetige Funktionen. Das ist die Definition 7.5. Dazu nehmen wir uns K als kompakten metrischen Raum. Was auf dem Bildschirm hier? Kompakter metrischer Raum. Dann nehmen wir uns eine 0 kleiner Alpha kleiner gleich 1. Und wir nehmen uns eine Abbildung f von dem kompakten metrischen Raum in unserem Körper K, der wieder irgendwie entweder R oder C sein soll. So, f heißt dann, ja, Hölder stetig. Zum Exponenten Alpha. Also zu diesem Alpha, was zwischen 0 und 1 liegt. Ja, falls es irgendeine positive Konstante... Ach, nicht orange. Falls es eine Konstante... Was soll die erfüllen? Die soll irgendwie größer 0 sein. Ja, soll das folgende Abschätzung erfüllt. Das ist sozusagen das Wichtige an der Geschichte. Sie soll erfüllen, wenn ich den Betrag f von t... minus f von s bilden, dann soll sich diese Differenz im Betrag abschätzen lassen nach oben und das soll kleiner gleich sein c mal die Distanz von s und t. Beachte, hier im Bild können wir den Betrag nehmen, weil wir im Körper sind. Hier sind wir im kompakten metrischen Raum, das heißt, hier muss die Metrik stehen und das Ganze hoch Alpha und das Ganze für alle ts im kompakten metrischen Raum k. Ja, dem Raum dieser Funktion, dem geben wir jetzt einen Namen, der heißt Groß Lambda hoch Alpha. Also wir setzen, ach, das ist übrigens Formel 7.2 schon. 7.1 war oben die Definition von CC von R oder CC von M. Und wir setzen jetzt also den Raum fest als Lambda hoch Alpha von K. Das sollen gerade eben alle F sein von K nach K, also in den Körper K. Für die gilt, dass so eine eckige Klammer Alpha kleiner als unendlich ist. Ja, und diese eckige Klammer Alpha, die müssen wir jetzt natürlich noch definieren. Das ist gerade das Supremum über t ungleich s, den Betrag f von t minus f von s geteilt durch t minus s. Das ist also so eine Art, nicht t minus s, sondern d von ts. Hoch Alpha. Das ist 7.3. Das ist also so eine Art, wenn man es so möchte, verallgemeinerte Differenzenquotient, weil was hier unten ja steht, ist letzten Endes t minus s, wenn man das in den Betrag packen würde, hoch Alpha. Das ist also eine schärfere Bedingung, wenn man so möchte. Ja, und wenn man jetzt eben so einen Spezialfall rausziehen möchte, also für Alpha gleich 1, heißt f, ja, und das ist jetzt das, was wir schon kennen, oder viele wahrscheinlich schon kennen, heißt f Lipschitz stetig. Was passiert für Alpha gleich 1? Da passiert natürlich nichts Dramatisches. Da steht hier im Wesentlichen wieder sozusagen der Differenzenquotient. Aber wir haben halt hier so eine normale Abschätzung der Bauart c mal d von st. Das heißt, wir können diesen Betrag der Bilder abschätzen durch den Abstand der Urbilder, wenn man so möchte. Mit einer positiven Konstante davor. Ja, mit dem Begriff wollen wir jetzt zunächst mal was beweisen. Wir wollen nämlich zeigen, wir finden in diesem Lambda hoch Alpha für jedes Alpha immer einen Unterraum, der abgeschlossen ist. Und jetzt habe ich hier natürlich wieder eine kleine Ungenauigkeit drin. Das heißt, ich muss mal wieder kurz in die Literatur gucken, weil wir haben oben definiert, dass das auch für gleich 1 bei Alpha gelten solle.
Ich habe jetzt hier natürlich nur drin stehen, kleiner als 1. Es soll auch wirklich nur kleiner als 1 sein, okay. Bei sowas bin ich mir nämlich nie sicher, ob das bei mir ein Druckfehler ist oder ob das irgendwie ein substanzieller Fehler ist. Deswegen gucke ich dann lieber mal nach. Soll ja hinterher auch alles halbwegs richtig sein. Und das machen wir jetzt in Lemma 7.6. Das heißt, wir bauen uns jetzt sozusagen hier in dieses Lambda hoch Alpha, ein Großlambda hoch Alpha, einen Unterraum rein. Und da wollen wir auch zeigen, dass das ein Unterraum ist. Das ist ein bisschen ja, fummelig, aber nicht wirklich tragisch. Und zwar, also für 0 kleiner Alpha kleiner 1 gilt der Raum Lambda hoch Alpha, also jetzt klein Lambda hoch Alpha von K. Das soll sein der Raum aller f, die in dem Großlambda hoch Alpha liegen. Und für die gilt, das wird jetzt ein bisschen knapp, aber ich versuch's, Limes. Was soll gehen? Naja, die Distanz von s und t soll gegen 0 gehen. Über Betrag f von t minus f von s geteilt durch d von st hoch Alpha. Dieser Limes, der soll 0 sein. Das ist ein abgeschlossener Unterraum. Ja, von diesem Groß Lambda hoch k. Dieses Limes d von st geht gegen 0. Das trägt ein bisschen der Tatsache Rechnung, dass wir auf einem kompakten metrischen Raum arbeiten. Wenn das jetzt R wäre, würde da einfach stehen Limes s gegen t. Das können wir in einem metrischen Raum schlecht machen, weil da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Mehrere Richtungen, mehrere Abschlüsse unter Umständen. Und dementsprechend ist es hier sicherer zu sagen, okay, einfach die Distanz der beiden soll gegen 0 gehen, weil dadurch, dass es eine Metrik ist, ist das natürlich eindeutig dann der Fall, wenn s gleich t wird. Aber es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie so ein t gegen s gehen kann. In R gibt es halt nur eine Möglichkeit. Aber dieses Dilemma in Anführungsstrichen, das kennen wir natürlich auch schon aus der Bildung von partieller und totaler Ableitungen in mehrdimensionalen Räumen. Das ist das gleiche Prinzip. Man will halt eigentlich haben, dass man nur eine Richtung betrachten muss, nämlich die Richtung entlang der Einheitsvektoren. Und aus den Einheitsvektoren kombiniert man sich dann eben das totale Differential zusammen. Das ist sozusagen so ein ähnliches Vorgehen, nur wir brauchen es hier nicht ganz so strikt. So, was man jetzt noch sprechweisentechnisch sagen würde, ist, diese Funktionen, die hier drin liegen, erfüllen eine sogenannte Klein-O-Hölder-Bedingung. Das habe ich im Skript stehen, das möchte ich jetzt hier nicht unbedingt einstreuen, weil es ist nicht so dringend wichtig. Von daher lassen wir es einfach mal so stehen. Wir wollen das jetzt allerdings trotzdem beweisen. Den Zettel brauchen wir auch nicht mehr. Ja, Zettelwirtschaft ist super. Und der Beweis, der ist jetzt einfach ein bisschen länglich, aber der ist nicht besonders dramatisch. Der kommt mit sehr elementaren Mitteln aus, sagen wir es mal so. Also Beweis. Auch der ist wieder so grob in drei Schritte gegliedert. Wir überzeugen uns zunächst einmal, dass wirklich ein Unterraum vorliegt. Und dann kümmern wir uns um die Abgeschlossenheit. Genau. So in etwa. Und natürlich müssen wir uns noch darum kümmern, dass Elemente da drin wirklich in Groß Lambda hoch Alpha liegen. Das ist ein bisschen die Krux an der Geschichte. Also was zunächst mal offensichtlich ist, ist das, also im ersten Schritt, folgendes. Also offensichtlich haben wir klein Lambda hoch Alpha von K ist eine Teilmenge von Groß Lambda Alpha von K. Das ist zumindest relativ eindeutig, weil hier drin liegen ja gerade Funktionen, die sowieso schon in Groß Lambda liegen. So, was ist auch klar? Naja, die Nullfunktion liegt drin. Also ebenfalls klar, 0 ist in Lambda hoch Alpha von K. Warum ist das klar? Naja, wenn wir hier die 0 reinschreiben, steht hier oben eine 0. Hier unten braucht man nicht großartig drüber reden. Dann steht hier insgesamt eine 0 schon im Bruch. Das heißt, das geht gegen 0, wenn ich hier irgendwas limesmäßig betrachte. Ja, und dann haben wir es im Wesentlichen schon da stehen. Joa. Insbesondere ist natürlich die Nullfunktion auch in dem Groß Lambda hoch Alpha. Das heißt, das Ding ist insbesondere nicht leer, was für einen Unterraum immer ganz gut ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen was nachrechnen. Und zwar, dass das auch abgeschlossen ist unter skalarer Multiplikation und unter Addition. Das ist aber relativ einfach. Also wir nehmen uns mal ein Alpha aus K, ein f aus klein Lambda hoch Alpha von K und dann rechnen wir mal nach.
Was ist denn, wenn ich Alpha f von s minus Alpha f von t betrachte? Naja, das ist im Wesentlichen Alpha im Betrag mal, ja hier, Betrag f von s minus f von t. Naja, und jetzt ist es uns eigentlich wurscht, ob da ein Alpha steht oder ein Minus Alpha. Auf jeden Fall steht da eine Zahl, die nichts hinten dran ändert, weil das hier ist nach der Definition von Lambda hoch Alpha von k ja in, abschätzbar irgendwie. Oder wenn ich jetzt das d von st gegen 0 laufen lasse, geht das hier hinten gegen 0, wenn ich dadurch teile. Und dementsprechend ist auch Alpha mal f da drin. Ob jetzt da ein Alpha im Betrag steht oder nicht, ist uns relativ egal, weil zur Not sind halt einfach beide Funktionen drin, weil das ist einfach nur eine skalare Multiplikation davor. Die ändert halt nichts am Grenzwertverhalten, weil die könnte ich einfach aus dem Grenzwert ziehen. Das heißt, Betrag Alpha, ich mache das einmal ganz sauber, Betrag Alpha f ist in Lambda Alpha hoch k. Und das heißt natürlich insbesondere auch, dass Alpha f in Lambda Alpha hoch k, Lambda hoch Alpha von k ist. So, genau. Achso, ja, genau. Jetzt müssen wir noch die Summe bilden. Das heißt, wir nehmen uns mal einfach noch so ein zusätzliches g in Lambda hoch Alpha von k und benutzen zusätzlich das f hier oben weiter. Das heißt, wir wollen jetzt schauen, dass f plus g auch drin liegt. Das heißt, der Betrag f plus g von s minus f plus g von t. Das kann ich jetzt ausmultiplizieren. Was heißt das? Ich wende hier halt punktweise an, was die Addition bedeutet. Und dann sortiere ich f zu f und g zu g. Und dann kann ich die Dreiecksungleichung draufballern. Und wenn ich die Dreiecksungleichung anwende, lande ich bei f von s minus f von t plus Betrag g von s minus g von t. G. Ja, und das heißt, wir haben sofort f plus g in Lambda hoch Alpha von k. Das heißt, dieses Lambda hoch Alpha von k ist wirklich Unterraum von, warte mal da, groß Lambda hoch Alpha von k. Das ist sozusagen die erste Überlegung, die relativ simpel ist. Jetzt brauchen wir eine kleine Vorüberlegung für die Abgeschlossenheit, und zwar wollen wir zunächst mal zeigen, dass dieses Groß Lambda hoch Alpha von k, also der Raum der Hölder-stetigen Funktionen, dass das eine Teilmenge ist der stetigen Funktionen. Ja, das machen wir folgendermaßen. Also, es gilt, Groß Lambda hoch Alpha von k ist eine Teilmenge von c von k. Das ist jetzt ein ganz normaler Epsilon-Delta-Beweis. Also man setzt das Delta einfach mal fest, und zwar auf die Alphate Wurzel aus Epsilon durch c. Das c ist ja größer 0, also dürfen wir durchteilen. Dann können wir die Alphate Wurzel draus ziehen, weil das Alpha ja auch nicht 0 wird. Und deswegen sind die Wurzeln hier alle sauber definiert. Für so ein Epsilon größer 0 beliebig. So, und jetzt nehmen wir uns an, d von st soll kleiner sein als Delta. Und jetzt müssen wir daraus folgern, dass dann der Betrag der Bilder eben kleiner wird als Epsilon. Das heißt, Betrag f von s minus f von t. Jetzt ist das f in diesem Groß Lambda, das heißt, es hat so eine Abschätzung, nämlich c mal d von st hoch Alpha. D von st, das kann ich kleiner gleich machen als Delta, das heißt, es ist kleiner als c mal Delta hoch Alpha. Delta war gerade die alpha-te Wurzel aus Epsilon durch c, das heißt, hier steht nur noch Epsilon durch c. Und das ist gerade Epsilon, das heißt, damit haben wir sofort diese Inklusion fertig. Das heißt, eine Hölder-stetige Funktion ist auch stetig. Das ist eine Verallgemeinerung dessen, was man für Lipschitz-stetige Funktionen sowieso schon weiß, weil man zeigt irgendwann mal in der Analysis 1 oder 2, je nachdem, wann man den Begriff einführt, dass jede Lipschitz-stetige Funktion automatisch stetig ist. Das ist ein gleicher Beweis, man setzt nur Alpha eben gleich 1 fest. Genau, das wäre der zweite Teil des Beweises. Und jetzt müssen wir daraus noch die Abgeschlossenheit von dem kleinen, kleinen Lambda zeigen. Wir nehmen uns also eine punktweise konvergente Folge in klein Lambda. Punktweise konvergente Folge in klein Lambda hoch Alpha von k. Und die soll punktweise konvergieren gegen eine Grenzfunktion. Die nennen wir jetzt typischerweise f. Was müssen wir jetzt für die Abgeschlossenheit zeigen? Naja, dass das f eben auch noch
in dem kleinen Lambda hoch Alpha von k liegt. Also was können wir zunächst mal sagen? Wegen. Ja, wir haben gerade gezeigt, dass groß Lambda hoch Alpha von ja, wegen dieser Abschätzung oder wieder in dieser Inklusion gilt zunächst mal, dass jedes Fn selbstverständlich in Ck liegt. Und zwar für alle n aus n. Ja, weil das ist gerade diese Inklusionseigenschaft. Jetzt wissen wir in Ck, wenn jedes Fn stetig ist, ist die Grenzfunktion stetig. Das heißt, wir kriegen hieraus sofort mal, dass f in Ck liegt. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und jetzt rechnen wir mal einfach dieses eckige Klammer Alpha wirklich konkret aus und schauen mal, was passiert. Also, Klammer f Alpha, das ist einfach das Supremum nach Definition über alle t, die nicht s sind. Betrag f von t minus f von s geteilt durch d von s, t hoch Alpha. Jetzt können wir zunächst mal ausnutzen, dass das f in ck liegt und der Betrag ja in gewissermaßen sich stetig verhält. Das heißt, wir ziehen hier einfach mal so ein Limes rein. Das ist also das Supremum t ungleich s. Quatsch, das ist ja doof. T ungleich s. Jetzt kriegen wir einen Limes n gegen unendlich. Also hier geht jetzt ein f in c von k. Das ist der Grund, warum wir das vorher gemacht haben, weil sonst dürfen wir nicht einfach Limes und Supremum vertauschen. Fn von t minus fn von s durch d von s, t hoch Alpha. So. Jetzt ist das k kompakt. Das heißt, wir dürfen jetzt hier drin nochmal Limes und Supremum vertauschen. Das heißt, wir dürfen das quasi wieder rausziehen. T ungleich s. Das heißt, was hier oben eigentlich passiert, ist weniger die Vertauschung von Limes und Supremum, sondern dadurch, dass wir eben f stetig haben, können wir es in den Betrag reinziehen. Das garantiert die Stetigkeit. Das heißt, jetzt können wir das durch die Kompaktheit vertauschen. Dann haben wir Betrag fn von t minus fn von s und das Ganze wieder geteilt durch d von s, t hoch Alpha. Joa, das ist jetzt immer gerade der Limes n gegen unendlich. Ja, über diese fn Alpha in Klammern. Und jetzt sind wir ja jedes fn sozusagen in dem Lambda hoch Alpha. Das heißt, das ist sicher kleiner als unendlich. Was haben wir damit? Damit haben wir schon mal f ist in groß Lambda hoch Alpha von k. Wir tasten uns also sozusagen von oben nach unten. Wir fangen mit Stetigkeit von f an. Jetzt haben wir f ist schon mal Hölder stetig. Und jetzt müssen wir es noch schließen, dass eben f wirklich in dem kleinen Lambda hoch Alpha drin liegt. Und jetzt nutzen wir aus, dass wir eine Metrik auf dem kompakten Raum haben. Und das heißt, wenn ich hier d von st gegen 0 gehen lasse, dann kann ich in einem kompakten Raum tatsächlich das Ganze ersetzen durch t geht gegen s. Das heißt, was jetzt noch folgt, wir müssen noch zeigen, was der Limes d von st gegen 0 tut. Betrag f von t minus f von s. Durch eben dieses d von st hoch Alpha. So, jetzt kann ich das, wie gesagt, durch die Kompaktheit und die Metrik umschreiben zu Limes t gegen s oder s gegen t. S gegen t habe ich hier stehen, wir machen es also mal so, sonst verwechsel ich wieder Dinge. Ich kenne mich. Über Betrag f von t minus f von s geteilt durch d von s, t hoch Alpha. Das müssen wir jetzt ein bisschen aufblähen. Da müssen wir jetzt irgendwie unser fn und unser fn von t und unser fn von s zwischenkriegen. Und das können wir einfach mal addieren und direkt wieder abziehen. Also wir machen jetzt hier groß angelegte Nulladition. F von t, davon ziehen wir fn von t ab, addieren es direkt wieder drauf, ziehen dann fn von s ab, addieren das direkt wieder drauf und ziehen am Ende das f von s ab. So, was bringt uns dieser Schritt? Wir können hier oben jetzt ganz viel Dreiecksungleichung anwenden. Und zwar quasi immer pärchenweise. Das heißt, das ist Limes s gegen t. Jetzt brauchen wir hier so ein bisschen größere Klammern. Ja, einmal haben wir dann Betrag f von t minus fn von t geteilt durch dieses d von s, t hoch Alpha. Davon ziehen wir
Oder darauf addieren wir nach der Dreiecksungleichung Betrag fn von t minus fn von s geteilt durch d von s, t hoch Alpha. Und darauf addieren wir dann am Ende noch fn von s minus f von s geteilt durch d von s, t hoch Alpha. Ja, und den Limes, den können wir jetzt ganz einfach auswerten, denn hieraus folgt sofort eine 0, weil das punktweise konvergent ist. Hieraus folgt sofort eine 0, weil die fn ja alle in dem Lambda Alpha hoch k liegen, von k liegen. Ja, und hier hinten folgt auch eine 0, weil das ist natürlich auch punktweise konvergent, das heißt nur jetzt nicht t, sondern s. Das ist aber für die Funktion völlig egal. Das heißt, insgesamt geht das Ding gegen 0 und damit folgt dann sofort f ist in Lambda hoch Alpha von k. Und damit folgt dann tatsächlich, dass dieser Unterraum, den wir da oben hingeschrieben haben, auch wirklich abgeschlossen ist. Gut, das wäre der Beweis dieses Lemmas. Und jetzt wollen wir noch eine schöne Anwendung des Kapitels 4 mal wieder einstreuen. Und zwar wollen wir uns jetzt angucken, wie sieht das denn aus, wenn wir in so ein Lambda hoch Alpha, in diesem Groß Lambda hoch Alpha von k, eine beschränkte Funktionenmenge angucken. Wie sieht die denn dann in c von k aus? Und wir können dann tatsächlich zeigen, in c von k ist diese Funktionenmenge dann sogar relativ kompakt. Das heißt, ihr Abschluss ist kompakt in C von K. Das ist durchaus eine interessante Eigenschaft. Und da geht dann auch wieder rein, dass wir wieder die 1 mitnehmen dürfen. Und das heißt, wir können das folgendermaßen formulieren: 0 kleiner 1 kleiner gleich Alpha. 0 kleiner Alpha kleiner gleich 1. Und H beschränkt. Ne, nicht ein kleiner Lambda, ein Großlambda. Beschränkt. Dann folgt h relativ kompakt in c von k. Also sofort klar ist natürlich, dass diese Eigenschaft relativ kompakt in c von k eine wohldefinierte Eigenschaft ist, weil wir haben ja gerade gezeigt im Beweis von 7,6, dass dieses Groß Lambda hoch Alpha von k eine Teilmenge ist von c von k. Ja, und jetzt müssen wir das im Wesentlichen nur noch ausnutzen und dann den Satz von Arzelà-Ascoli da drauf schmeißen. Das heißt, der Beweis ist jetzt tatsächlich nicht mehr so lang. Also der länglichste Beweis, der war gerade tatsächlich dieses Lemma. Ja, wir müssen uns zunächst nur mal klar machen, was wir eigentlich tun müssen. Also das f ist in dem Groß Lambda hoch Alpha von k. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was können wir denn mit dem f von t minus f von s machen. Das können wir uns ja erstmal hinschreiben, indem wir nämlich mal eine kleine 1-Multiplikation machen. Nämlich das ganze Ding ein bisschen aufblasen und hier unten im Betrag t minus s hoch Alpha. Warum darf das jetzt hier plötzlich der Betrag sein? Das falsche k genommen. Ein Moment. Weil wenn das wieder ein metrischer Raum sein soll, dann müsste das nämlich eigentlich auch da wieder so eine Metrik sein. Ja, steht pragmatischerweise nichts zu. Macht das einen Unterschied von der Argumentation? Nö. Dann schreiben wir es mit dem D auf. Das ist mir lieber. Weil, wie gesagt, im kompakten metrischen Raum haben wir eigentlich keinen Betrag. Also nehmen wir mal hier unten wieder D von ST hoch Alpha mal D von ST hoch Alpha. Ja, das ist jetzt selbstverständlich kleiner gleich. Das Supremum t ungleich s. F von t minus f von s im Betrag durch eben d von s, t hoch Alpha mal dieses d von s, t hoch Alpha. Ja, und das hier vorne, das ist jetzt eben gerade diese f Alpha-Geschichte. Mal d von s, t Alpha. Und das hier ist jetzt, weil f eben in Groß Lambda hoch Alpha von k ist, kleiner als unendlich. Und insbesondere sehen wir dann auch sofort, wie sozusagen die Konstante c gewählt werden sollte, wenn man so eine Abschätzung konkret annehmen will. Man rechnet nämlich einfach dieses eckige Klammer f Alpha aus. So, das gilt für alle f aus h.
Was heißt das? Dass f ist gleichstetig, weil das hier hängt nicht von f ab, weil das ist irgendeine Konstante, das ist aber für alle f irgendeine Konstante, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass wir so eine Abschätzung hier finden und das ist das Supremum über diese Abschätzung ist. Das heißt, dieses f ist gleich, dieses h ist gleichstetig. Ja, und das heißt, wir können darauf mal den Satz von Asila Askuli anwenden. So, da den meistens kein Mensch mehr im Kopf hat, haha, gucken wir mal einmal ganz kurz drauf. Und zwar wollen wir Teil A anwenden des Satzes von Asila Askuli. Ja, und zwar H beschränkt und gleichstetig, äquivalent zu H ist präkompakt. So. Beschränkt ist sozusagen klar, weil wir haben ja gerade eine Schranke angegeben. Es ist nach oben beschränkt, also der Betrag hier oben, der ist beschränkt durch dieses eckige Klammer Alpha mal die Norm. Das ist ja eine Schranke nach oben, beziehungsweise durch den Betrag und eine Schranke nach unten. Das heißt, wir haben Beschränktheit, wir haben Gleichstetigkeit. Das heißt, Satz von Asila Askuli, welche Nummer hatte der eigentlich? 422, okay. Also 422, genauer gesagt 422a. Der sagt dann aus, dass diese Menge H präkompakt ist. Das ist sozusagen die Hauptarbeit. Jetzt ist K kompakter metrischer Raum. Das heißt, mit Lemma 4,6 folgt sofort, dass dieses K vollständig sein muss. Das hatten wir da gezeigt. Also ein bisschen Hickhack mit Cauchy-Folgen. Das heißt aber natürlich auch, dass das Groß Lambda hoch Alpha von K vollständig ist. Ja, und dann müssen wir nur noch 4.10b anwenden. Ich zeige auch gleich, was in 4.10b nochmal drin stand. Dann haben wir es nämlich auch nochmal kurz. In 4.10b steht drin, wenn wir eine präkompakte Teilmenge haben, dann ist der Abschluss präkompakt und in vollständigen Begriffen haben wir dann die Äquivalenz zwischen präkompakt und relativ kompakt. Das heißt, dadurch, dass jetzt Groß Lambda hoch Alpha von K vollständig ist, aufgrund der Vollständigkeit von K, folgt eben aus dieser Äquivalenz sofort, dass diese präkompakte Menge H auch relativ kompakt ist. Und das wollten wir ja gerade zeigen. Zack. Ja, und das ist der Beweis von Satz 7,7 und gleichzeitig auch der Schlusspunkt für die Betrachtung von Hölder-stetigen Funktionen. Damit wären wir für dieses Video wieder am Ende. Falls es Fragen, Anregungen und Kommentare gibt, schreibt die unten drunter. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht und ein bisschen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.